Guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Ich bin noch müde, Leute, seid mal nicht böse. Und ja, herzlich willkommen im neuen Video. Ich hau wieder eins raus. Leute, ich bin noch total müde. Ich weiß nicht, heute Nacht, keine Ahnung, wann nach Hause gekommen. Wir haben gestern mit den Kumpels und ja, mit meinen Jungs gefeiert. Wir waren da in Halligalli und es war brutal, Leute. Es war brutal. Wir haben uns echt mal so übelst die Lichter abgeschossen. Ja, muss einfach mal sein. War geil, war mega, waren viele Leute da, war echt super, war echt lustig. Und ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause bin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mittags um, weil ich vorhin sag, guten Morgen, wir haben jetzt schon mittags um 4, sehe ich gerade. Ich war jetzt mit Marina und meinen Kleinen noch einkaufen. Und jetzt bin ich kurz in die Halle. Ich habe gesagt, ich muss mal ein paar E-Mails checken. Ich habe heute nichts gemacht, Leute. Nichts. Ich habe gepennt bis um 1. Doch, ja, fast bis um 1 habe ich gepennt. Und Marina hat so gesagt, ja, Schatz, willst du heute in die Halle? Willst du was schrauben? Habe ich gesagt, nein, ich will heute nichts schrauben. Ich bin fix und fertig. Ich gehe nur einkaufen. Und jetzt gehe ich gleich nach Hause. Und dann, ich habe Fleisch gekauft. Ich will jetzt ein bisschen Schaschlik machen für morgen. Und ich hab zu Marina gesagt, es tut echt mal gut, so samstags einfach mal irgendwo hinfahren, mal einkaufen. Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich glaube, das war seit Jahren das erste Mal, dass ich samstags wieder einkaufen war, gemütlich. Also tut echt mal gut, wirklich. Ja, wie schon gesagt, ich habe nichts geschraubt heute. Ich wollte an meinem Einzel, ich weiß gar nicht, wo das steht, irgendwo da hinten haben sie gestern die Jungs da hingeschraubt. Ich bin eigentlich so weit fast, ich sag mal, ein paar Kleinigkeiten muss ich noch machen und dann kann ich den starten, Leute. Dann kann ich meinen Einser starten. Aber ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue, wenn das Ding mal läuft. Ja, ich guck mal, morgen kommt ein Kunde, will noch schnell ein Auto abholen. Ich habe gesagt, komm, sonntags die halbe Stunde Zeit nehme ich mir, kannst du das Auto abholen. Und vielleicht mal gucken, vielleicht gehe ich morgen an meinen Einser ran. Ich weiß es noch nicht. So, auf jeden Fall bin ich jetzt heute nur kurz in die Halle und wollte nach der Katze gucken, weil die Katze war hier heute Nacht. Die hat ja hier Katzenklo und alles. Und die will gar nicht mehr raus. Und was zu essen habe ich ihr gegeben. Ja, dann geht sie schon wieder hoch. Lotta, geht du wieder schlafen oder was? Gehst du schon wieder schlafen, Mäuslein? Ja, die geht wieder schlafen. Ja, apropos Katze, wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt, bei mir zu Hause rennen da so ein paar wilde Katzen rum und ich fütter die halt mal und die Nachbarin füttert die auch. Und dann habe ich da mal einen Brief gekriegt von der Gemeinde Seckach, die Katzen würden mir gehören und die Katzen rennen bei der eine irgendwo im Garten rum oder was. Und da hat wohl sich jemand beschwert, ne? Auf jeden Fall haben wir zurückgeschrieben mit der Marina, dass die Katzen uns gar nicht gehören. Und die eine ist so, sag ich mal, die ist kastriert. Und eigentlich gehört die schon fast zu uns. Dann rennen noch so zwei Kleine rum. Ist egal, auf jeden Fall. Ich bin ja kein Unmensch. Ich fütter sie, ne? Die eine Nachbarin füttert sie auch. Ich meine, die armen Viecher können ja auch nichts dazu, dass die da auf der Welt sind. Und die tun mir auch leid, das sind ja ganz süße. Ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, das war schon mal bei uns der Fall in der Gasse, also zu Hause. Jetzt haben die Tamara gestern, also die Nachbarin, hat wohl die eine Kleine, ja was heißt Kleine, ist so schon, tot aufgefunden. Und eine andere fehlt auch. Also, die werden vergiftet. Es war schon mal so vor Jahren und die werden vergiftet. Und ich glaube schon, wer das ist. Und ich weiß, wer das auch ist, wo mich da angeschrieben, also wo auf der Gemeinde war praktisch, ne, und hat sich beschwert wegen den Katzen, ne, weil die gedacht haben, das wären meine, sind ja aber auch nicht, die werden irgendwo geboren da, ne, in der Scheune oder was. Und wie gesagt, ich habe kein Problem damit, ich fütter sie, ich find's toll, die anderen Nachbarn auch, aber den einen Nachbarn oder die Nachbarin, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, aber ich weiß, glaube ich, schon zu 99% wer. Ich werde jetzt auf jeden Fall zu der Polizei gehen und werde eine Anzeige erstatten. Und ich glaube, ich habe auch einen Beweis. Ich guck mal. Aber wenn das so ist und
Die werden da echt vergiftet und ich weiß von wem. Ich schwöre, ich kann mich, glaube ich, nicht mehr halten. Ich werde darüber gehen und dann kriegt der oder die eine gescheuert. Bin ich knallhart, ehrlich, da kenne ich nichts. Sowas macht man nicht, Alter. Kannst du nicht einfach die Abendviecher da vergiften? Es ist verrückt, es ist verrückt, ne? Ja, Leute, ich habe schon wieder viel zu viel erzählt. Am liebsten würde ich manchmal gern den ganzen Tag einfach erzählen. Ja, jetzt habt ihr ja gehört. Wir waren gestern weg. Ich bin heute nur da. Ich fütter die Katze. Und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich schneide heute Fleisch für Schaschlik für morgen. Und ich mache euch noch ein Video, Leute. Ich schneide euch heute ein Video. Und zwar war ich gestern den ganzen Tag in einem Fahrzeug auf dem Prüfstand. Ich war fix und fertig. Ich hab mich da stundenlang konzentrieren müssen in die Kennfelder. Und auf jeden Fall haben wir ein Video zusammengeschnitten. Und was ist zusammengeschnitten? Also wir haben ein Video gemacht von dem Auto und ich schneide euch das jetzt dann zusammen. So, ja, wir haben, glaube ich, sehr viel Videomaterial. Die Jungs, wo denn das Auto gehört hat, die haben die Cams gepackt und haben hier überall gefilmt. Ja, und wollte ich noch irgendwas sagen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nee, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe mich ein bisschen ausgekotzt. Und ja, und dann habe ich noch ein bisschen was berichtet, was wir gemacht haben. Ja, ich mache heute nichts mehr. Autos sind heute für mich tabu. Scheiß drauf, vielleicht morgen. Ich guck mal. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt nach Hause und schneide euch das Video fertig. Noch irgendwas? Ah, Moment. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der Zweier Golf, wo wir die Achsen schon eingebaut haben, die beschichteten Achsen und alles, der hatte hier ein paar Roststellen. Ja, der ist gestern vom Lackierer zurückgekommen, die Radläufe sind gemacht worden. Ne? Da hinten hat der Thilo was, da ist komplett neu reingeschweißt worden, da unten ist was geschweißt worden. Hier der Tankdeckel komplett ist neu reingekommen. Das war verrostet und die Radläufe. Da kommen aber noch die Plastikverbreiterung drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall ist die Kiste wieder komplett schick. Jetzt kann man den endlich zusammenbauen. So. Ach, da steht ja mein Einser. Ja, hier ist unser G60. Die neue Scheibe ist übrigens drin. Ne? Es ist eine neue Scheibe drin. Der Tobi kommt nächste Woche und will den aufpolieren. Und dann gucken wir mal, wie der aussieht, wenn der poliert ist. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Die Teile für den G-Lader, die Teile sind auch gekommen. Ja, über den mache ich auf jeden Fall noch ein extra Video drüber. Das machen wir auf jeden Fall noch. So Leute, Schluss mit der Quatscherei. Ich gehe jetzt nach Hause und schneide euch das Video fertig. Ne? Also, bis später, bis Montag, bis Dienstag, wie auch immer. Also mach's gut und vielen Dank fürs Zuschauen schon mal, ne? Bis dann. Tschüss. We'll be right back.
Stelle locker, keine Ahnung. Es geht gleich weiter. Na Jungs, jetzt wird erstmal geschraubt, hä? Ja. Wo ist er denn runtergesprungen? Hier oben, direkt am Fuß. Ach, da oben. Ja, wie, ja, aber wieso hält er da nicht? Ich glaube, das war mein Fehler. Ich habe den nicht richtig festgemacht, weil ich wieder wie eine Muschi angezogen habe. Ne? Ah, okay, ja. Aber du hast ja eine richtig geile Schelle, der darf doch da normal nicht runterspringen. Ja, ich war aber gefühlsvoll, ne? Mhm. Den musst du mal richtig geben, da eine. Ein bisschen. Also lass mal die Jungs mal schrauben. Du schraubst ja nicht, ne? Ja, Leute, jetzt seht ihr mal. Ich wollte gerade Gas geben, zack, wupp, ist der Schlauch runter und fertig, das war's. Was machst du da? Du wieder rumpfuschen? Ja, ja, voll. Alles Pfusche unten runter. Und der Auspuff der Röhre ist da rein. Wäre das was? Naja, das wird nur verdammt knapp mit dem Rohr, was wir noch haben. So wahrscheinlich genau lang. Okay. Und was macht der Maximus? Du schlachten oder was? Ich tue wieder hier ein paar Motoren vorbereiten für die nächsten Kunden und dann. Oh. Ja, Max, der legt jetzt einmal mal ein paar Motoren, weil wir welche wieder abgeben müssen zum Bohren. Und da hier eh alles voll steht mit dem Scheiß, habe ich mal gesagt, er soll gleich ein paar Motoren komplett zerlegen und weg damit. Warum? Ja. Mal bei uns schneit. Ob ihr es glaubt oder nicht, es schneit. Die Jungs laden jetzt die Kiste auf. Ich bin mal gespannt, ob du da hochkommst jetzt. Ja, nur es ist jetzt nass, ne? War gestern auch. Oh, doch, einwandfrei. Nee, Stoßstange. Die muss auch noch rein. Ah, die muss ja noch drauf, ne? Ja, ja, aber erst die Stoßstange drauf. Kommt gleich, ich hab was.
Da sollen wir mal Feuer geben? Das will ich ja mal testen. Oh, nee, auf der Weg nach vorne. Wenn's dazu, Affe tot. Fertig. Los. Endlich. Leute, ich bin total kaputt. Ich bin fix und fertig. Mir brennen die Birne, ehrlich. Vor lauter Denken, abstimmen. Ich bin fix und fertig. Eieiei. Wie weit hast du nach Hause jetzt? 360 Kilometer, ne? 360? Mhm. Das ist ja bei Dortmund, ne? Vor Dortmund. Vor Dortmund. Duisburg, Mülheim, Essen, da so um den Reh. Ja, 360 Kilometer schon Stück, Alter. Das ist echt, boah. Heute Morgen um 5 Uhr losgefahren, da war nur dunkel. Ja. Ja, irgendwann dann 6.30 Uhr, dann ging die Sonne langsam so ein bisschen. Das haben wir jetzt fast 5, dann fährt er 5, 6, 7, 8, ne? Dann bist du um 10 zu Hause heute Abend. Ich fahre jetzt noch zum Kollegen. Ach, auch noch? Auch noch. Aber bleibst du bei ihm? Ja, für ein, zwei Stündchen. Dann fahren ach so, und dann erst nach Hause? Ein bisschen entspannt. Ah, ich habe gedacht, kommst du da ja mit ins Halle oder was? Runterkomme. Fischer rauchen und dann sind wir weiter. So, ich gehe jetzt rein und gucken, was die Buben machen. Was ist denn mit der Linse los? Da ist Schnee drauf. Ist ja der Wahnsinn, es schneit echt, das gibt's doch gar nicht. Letzte Woche scheint die Sonne über 20 Grad und jetzt schneit. Langsam glaube ich doch an den Klimawandel, glaube ich. Klappe zu, Affe tot.